for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo liebe Reptil-TV-Freunde zur Folge 65. Hier mein Intro-Tierchen heute, eine australische Wasseragame, Physignathus lesoiri. Super hübsche, super schöne Tiere. Habe ich unter anderem aus dem Grund mitgebracht, weil ich denke, man sieht fast keine mehr. Wir brauchen einfach wieder mehr Züchter für diese australischen Wasseragamen. Man hat sie also früher waren es natürlich auch absolute Raritäten wegen Australien. Dann hat man sie jetzt einige oder viele Jahre bekommen können. Der Bert Langenwerft, Alabama Agama International, er hat viel von den Wasseragamen gezüchtet, hat weltweit Tausende verkauft oder in die Terraristik gebracht. Tolle Sache. Die Farm gibt es leider nicht mehr und damit sind auch die Wasseragamenbabys verschwunden. Und deswegen hier mein Aufruf, liebe Leute, züchtet australische Wasseragamen. Es gibt ja, ich würde bald mal sagen, es gibt ja fast nichts Schöneres an Echsen. Dann kommen wir zum eigentlichen Thema von Reptil TV. Es geht heute um die Reckhaltung. Jahrzehntelang haben wir unsere Reptilien in Glasterrarien gehalten. Oder Glas-Holzterrarien, aber auf jeden Fall in Dingen ähnlich wie diesem hier. Hat absolut seine Berechtigung. Denkt an die Wasseragame gerade eben. Definitiv ein Kandidat, der in ein schönes, großes Terrarium reingehört. Natürlich auch viel größer wie das hier. Man hat jedoch auch die letzten circa 10 Jahre, würde ich mal sagen, hat man gemerkt, dass einige Reptilienarten, vor allem einige Schlangenarten, sich in diesen Recks scheinbar recht gut halten und vor allem auch recht gut züchten lassen. Oder auch die Futterprobleme in diesen Recks anscheinend geringer waren wie in den Glasterrarien. Das ist unser Thema heute, darauf gehen wir jetzt ein. Ich habe euch hier zwei schicke Recks mitgebracht. Hier zu meiner Rechten so ein LP-Reck. Für Jungtieraufzucht in dem Fall. Hier unser M&S-Reptilienreck für große adulte Tiere. Die Grundidee an den Recks ist natürlich immer so diese Schubladenfunktion. Ne? Ich habe hier so eine Schublade, die ich da rein und raus schieb oder ziehen kann, und die Tiere drin zu halten. Das macht das Handling viel einfacher. Ich kann sehr rationell füttern, ich kann rationell sauber machen. Ich nehme so ganze Schubladen meinetwegen komplett raus zum Reinigen, nehme dafür eine andere Schublade, also setze das Tier um in eine frische Schublade, kann die andere reinigen, kann sie sterilisieren. Das ganze Handling macht es halt einfach leichter mit den Recks. Das ist ein ganz gravierender Punkt. Und der zweite, noch gravierendere Punkt ist einfach, dass man die letzten Jahre gemerkt hat, dass viele Tiere, speziell viele Schlangen, in den Recks wahnsinnig gut gedeihen. Wieso das so ist, wieso die da drin gut fressen, gut züchten, ist noch relativ umstritten. Das Argument gegen die Recks, was viele anbringen, dass die Recks zu niedrig wären, ist vielleicht gerade das Argument dafür, wieso die Tiere da drin so gut gedeihen. Wenn wir einen Bodenbewohner haben, der will einfach vermutlich nicht so eine Wahnsinnshöhe nach oben hin, weil er sich da ein bisschen wie auf dem Präsentierteller fühlt. Diese relativ flache Anordnung gibt dem Tier scheinbar wegen mehr Schutz, mehr Geborgenheit und deswegen gedeihen die so gut in den Recks. Ein wichtiger Aspekt in dieser Reckhaltung ist natürlich dann auch, dass man die Tiere einzeln hält. Also man nimmt nicht den Reck und tut 2, 3, 4 Tiere in eine Box reinmachen, sondern man hält jedes Tier, jede Schlange einzeln. Auch das hat die letzten Jahre gezeigt, dass die Schlangen am liebsten allein sind. Da haben sie am wenigsten Stress, sie haben kein anderes Tier, das sie stört oder keine Command-Kämpfe oder weiß der Herrgott was. Eine Schlange, die ich einzeln allein halte, ist einfach am gesündesten und gedeiht am besten. Und das ist eine wichtige Voraussetzung bei dieser Reckhaltung. Ganz wichtiger Punkt natürlich, welche Tiere eignen sich für die Reckhaltung? Ne? Primär natürlich erstmal Boden- oder erdlebende Schlangen. Als Beispiel natürlich hier drüben haben wir unsere Königspythons, ganz klassisches Recktier. Hier in der Hand habe ich so eine Hakennasennatter, auch ein Bodenbewohner. Meiner Meinung nach perfekt geeignet für die Reckhaltung. Und hier so eine Honduras-Milchnatter, Lampropeltis. Die Lampropelten sind auch Bodenbewohner, auch sehr gut geeignet für Reckhaltung.
Außerdem kann man den Blutpython vielleicht noch erwähnen. Rote Regenbogenbohr, Epigrates, Kenschrea bzw. auch Kenschrea maurus, klassischer Bodenbewohner. Blutpython habe ich gerade schon gesagt. Andere Arten, Boa constrictor, muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Unheimlich großes Verbreitungsgebiet, da gibt es Baumbewohner dabei, wie wir schon mal in der Folge gesehen haben. Von den Constrictor, die Saboge zum Beispiel, lebt auf dem Baum, definitiv nichts fürs Reck. Andere Arten, Constrictor zum Beispiel, Suriname oder sowas, halten sich nur auf dem Boden auf, geeignet fürs Reck. Tigerpython, zumindest als Jungtier geeignet, würde ich sagen. Größere Tiere wären einfach zu groß. So große Schubladen gibt es einfach gar nicht. Es gibt auch ein paar Echsen, Leopardgecko, würde ich sagen, sehr gut geeignet fürs Reck. Andere bodenbewohnende, nachtaktive Geckos, ebenfalls gut geeignet für die Reckhaltung. Kommen wir zur Einrichtung von den Recks. Natürlich soll die zweckdienlich sein, soll sich gut reinigen lassen, soll hygienisch sein, gut zum Auswechseln. Also ganz klassisch ein Streu unten drin. Gibt immer noch Züchter, die halten die Tiere auf Zeitung. Ist eine Alternative, ich persönlich mag sie nicht so. Ich halte das Streu für einiges besser, saugfähiger. Gibt auch eine gewisse Wärme ab an das Tier. Zeitung ist ein Kompromiss, kann jeder drüber denken, was er will. Natürlich ganz wichtig eine Wasserschale, ganz wichtig eine Versteckhöhle und genauso wichtig feuchtes Moos. Also wir haben hier einen Wahnsinns-Moosverschleiß, halten das für mordswichtig, in die Höhle rein. Schafft im Terrarium bzw. im Reck selber eine gute Luftfeuchtigkeit und erst recht im Versteck selber macht es eine gute Luftfeuchtigkeit. Wenn man das Moos immer verwendet, immer frisch verwendet, feucht verwendet, hat man auch keine Häutungsprobleme. Was man machen kann, ist noch irgendwie wegen sowas an Grünzeug einfach mit reinlegen. Nicht, weil es jetzt unbedingt schöner aussieht, aber die Tiere mögen das einfach. Wie gesagt, die Idee vom Reck ist ja, dass das Tier relativ versteckt und geschützt lebt. Und da hilft auch so eine Deko oder so eine Plastikpflanze oder sowas ein bisschen, damit das Tier sich drunter verstecken kann. Und wenn es nur wegen den Kopf drunter streckt oder weiß der Herrgott was, das hilft dem Tier schon. Soweit zur Einrichtung. Noch natürlich ein wichtiger Punkt ist die Belüftung in diesen Recks. Bei unseren Recks, wir haben seitlich hier so Luftlöcher drin. Andere Recks, wie jetzt hier die LP-Recks, haben oben drin im Deckel Luftlöcher. Das sollte nicht zu viel sein mit der Belüftung, weil euch sonst die ganze Wärme und die ganze Luftfeuchtigkeit oder das ganze Klima abhaut. Aber muss natürlich groß genug sein, dass eine gute Luftzirkulation in dem Reck ist und frische Luft in dem Reck drin ist. Thema Klima, Licht bzw. Heizung. Bei der Reckhaltung beleuchtet man die einzelnen Schubladen selber nicht. Man hat das Tageslicht aus dem Raum. Wie gesagt, Hintergrundgedanke ist ja, dass das Tier Boden- oder gar höhlenbewohnend ist und entsprechend überhaupt kein Licht will. Kann man eigentlich auch ganz gut beobachten. Wenn man eine Schlange nimmt, ins helle Licht legt, kriecht die definitiv davon weg. Das, was man in der Terrarie so als Beleuchtung macht, das dient ja eigentlich dem Betrachter. Das soll einfach schön aussehen. Aber das, oder zumindest die Schlangen oder die nicht UV-bedürftigen Reptilien, die wollen auch kein Licht und keine Helligkeit, unterstelle ich jetzt einfach mal. Wie gesagt, in dem Fall bei den Recks lässt man das auch weg. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Beheizung von diesen Recks. Macht man in der Regel über solche Heizmatten. Ich persönlich empfehle euch, von oben zu beheizen im Prinzip. Also das heißt immer, die Zwischenböden von unten, ja, man klebt die Matte hier so von unten an den Zwischenboden an. Somit ist es von oben beheizt. Wobei durch das Stapelsystem natürlich, wenn ich jetzt hier oder wenn ich jetzt eins tiefer nach unten beheiz, ich auch von unten nach oben Wärme produziere. Ja? Also bei einem Stapel, wie wir es hier haben, mit sieben Reckschubladen, haben wir sieben Matten, beziehungsweise wenn wir sogar noch eine unten drunter machen, damit es von unten nicht zu kalt wird, habe ich hier acht Heizmatten für sieben Schubladen. Entsprechend natürlich auch eine geringere Wattzahl nehmen. Und so, dass dann die Temperatur stimmt. Das Ganze am allerbesten über einen Thermostat geregelt. Stelle ich den Thermostat ein, mache den Fühler rein,
in die Schublade selber, den Fühler. Am Tag 30 Grad bei Python Regius zum Beispiel, am Tag 30, 31 Grad. Nachts gehe ich auf 26 Grad, regle das über einen Thermostat, habe ich ein optimales Klima da drin. Ja. Wie gesagt, eine Heizmatte ganz unten, damit die unterste Schublade nicht die kälteste ist. Und dann immer von oben gegen den Deckel. Ein ganz wichtiger Punkt zum Thema Heizung. Ihr könnt nicht so ein Rack in einem, sage ich jetzt mal, 20 Grad kalten oder kühlen Raum aufstellen. Der Raum muss von sich aus schon eine Grundtemperatur haben, weil einfach ich kann nicht hier in der Box drin 30 Grad erreichen wollen und hier zu meine Lüftungslöcher zieht es mit 20 Grad Kälte rein. Das geht physikalisch einfach gar nicht, beziehungsweise das wird kein gescheites Klima. Ihr müsst den Raum schon von Haus aus, also ich würde sagen, wenn es irgendwie geht, auf 25 Grad circa temperiert haben, um überhaupt mit den Racks arbeiten zu können. Eine andere Alternative, wenn ihr wirklich einen kühlen Raum habt, ist dieses Rack nochmal mit einem Schrank oder irgendwas außenrum zu schützen, dass ihr in diesem Rack-Schrank sozusagen auf 25 Grad hochheizt, dass da ein gewisses Klima herrscht. Aber wie gesagt, nicht einfach im eiskalten Raum so ein Rack aufstellen, Heizmatten rein, dann wird es klimamäßig eher eine Katastrophe. Noch zwei, drei Insider-Tipps für euch. Der erste ganz wichtige Punkt, wir haben gerade die Heizung angesprochen, dass wir von oben heizen. Das hat zwei, drei Gründe. Zum einen von unten heizen, oder sagen wir so, ein örtlich ganz warmer Punkt kann dazu führen, dass bei dem Weibchen die Eier bzw. die Follikel im Bauch absterben. Ne? Das Sperma bzw. Eizellen sind temperaturempfindlich für hohe Temperaturen, so ab permanent 35 Grad circa, sagt man so, führt es dazu, dass Follikel bzw. Spermien absterben. Also wenn ihr die Heizmatte hier drunter habt und das hier auf 35 oder gar 40 Grad hier hochköchelt in dem hinteren Teil, das Weibchen liegt drauf mit ihren Follikeln im Bauch, dann killt die da permanent die Spermien ab und es kommt zu keiner anständigen Befruchtung. Ihr habt am Schluss Wachseier. Also deswegen Heizmatte von oben, gut flächig von oben dagegen kleben, zum Beispiel mit Silikon, gut einstreichen, von oben dagegen kleben. Dann habt ihr zwar selbst auch beim nächsten Stock, habt ihr natürlich auch eine Wärme von unten, aber allein durch die Platte wird deswegen abgeschwächt und verteilt sich durch die Platte. Ja? Also wirklich ganz wichtiger Punkt, hier nichts auf 35 Grad oder noch mehr hochköcheln. Und zweiter Tipp oder Aspekt ist, holt euch ein, zwei so Ersatzwannen für euer Rack. Dann könnt ihr im Prinzip so eine vorbereitete Wanne schon haben, ne? Also mit zumindest mal mit Streu drin oder am besten auch versteckt, Moos, ne? Moos also ins Versteck rein, klar. Habt ihr so eine Ersatzwanne da, seht ihr in eurem Terrarium, die Schlange hat reingekotet zum Beispiel oder irgendwie das Ding ist verdreckt, nehmt ihr die Schlange raus, macht sie in die neue Schublade, alte Wanne raus, neue Schublade rein, habt ihr eine schnelle, einfache Sache, dann könnt ihr in Ruhe die andere Wanne reinigen, desinfizieren. So kann man hier immer mit Wechselwannen arbeiten. Kommen wir zur rechtlichen Seite. Wie ich Reptilien halte, oder zumindest wie ich WA-Tiere halte, ist geregelt vom BFN, Bundesamt für Naturschutz. Dazu gibt es ein Gutachten, wie Reptilien zu halten sind. Da gibt es so Mindestgrößen und so weiter. Das sind Haltungsrichtlinien. Allerdings keine zwingenden Richtlinien, sondern Richtlinien, die Kreisveterinäre überwachen, also theoretisch ein Kreisveterinär schaut sich das an, wie sind die Tiere gehalten. Der hat eben dieses Gutachten vom BFN zur Hand und kann daran beurteilen, sind sie richtig oder sind sie gut oder sind sie schlecht gehalten, zu groß, zu klein, wie auch immer. Wie gesagt, es ist ein Gutachten, es ist keine zwingende Vorschrift, die das zwingend regelt, sondern es ist eine Hilfslinie für den Kreisveterinär zur Überwachung. Da gibt es leider wahnsinnig Unterschiede. Es gibt welche, die dulden die Reckhaltung. Es gibt auch einige, die dulden die Reckhaltung nicht. Haben da diverse Argumente an der Hand, wieso die Reckhaltung nicht okay ist. Vor allem geht es oft um die Mindesthöhe von dem Terrarium oder Reck. Und so ist leider nicht bundeseinheitlich geregelt. Ein gutes Plus dabei ist,
Python regius, Boa constrictor, natürlich die Nicht-WA-Tiere wie die Lampropelden, die ich euch vorher gezeigt habe, die Hakennasennattern, die Leopardgeckos sind nicht meldepflichtig. Also bin ich niemand Rechenschaft schuldig, dass ich die Tiere habe. Und entsprechend bin ich auch niemand Rechenschaft schuldig oder es kommt niemand und schreibt mir vor, so und so muss sie halten, weil ich es eben nirgends anmelden muss. Das ist der gute Punkt daran. Der ärgerliche Punkt ist, wie gesagt, dass es keine einheitliche Regelung gibt und jeder sich doch irgendwo in so einer Grauzone bewegt. Ganz aktuell, also sprich im Jahr 2013 oder Ende 2013, wurde hier eine Stellungnahme von einigen Verbänden speziell zur Reckhaltung erstellt. Also der TVT, das ist der Tierärztliche Verband für Tierschutz, Reptilienauffangstation München, der DGHT Arbeitskreis Tierärzte, BNA, die haben so eine Stellungnahme zu der Reckhaltung erstellt. Das ist so die aktuellste Arbeit darüber. Ich sehe die sehr kritisch, nur um mal drei Punkte zu nennen, was wirklich sehr schade ist. Da haben Leute ein Gutachten über Reckhaltung erstellt, die selber, also gerade explizit wird auf Königspython eingegangen. Da drin ist überhaupt kein Königspython-Züchter, der seit Jahren mit den Königspython arbeitet, die seit Jahren züchtet. Also die Kompetenz wäre ganz schön gewesen. Zweiter Punkt. Wenn Königspython angeführt wird, dann ist immer die Rede von doch Baumbewohner bzw. doch Vogelfresser. Man nimmt so eine alte Arbeit, die mal in Nigeria erstellt wurde, ich glaube 1990 oder was war das, da hat man im Magen von Königspython Vögel gefunden. Behaupte ich mal, entbehrt jeder Grundlage. Ich denke, das ist ein Fehler oder man hat vielleicht da 1990 irgendwelche Pythons verwechselt miteinander oder sowas. Aber ich bin mir sicher, im Königspython-Bauch findet man keine Vögel drin. Deswegen, also solche alten Arbeiten, die schon über 30 Jahre alt sind, da als Grundlage zu nehmen, finde ich auch nicht ganz glücklich. Und der gravierendste Punkt an diesem Gutachten, speziell jetzt auch für Königspython, ist, dass man zu dem Schluss kommt, ein Königspython bis 500 Gramm ist eine Reckhaltung doch ganz sinnvoll, weil die Tiere im Reck besser fressen und gedeihen. Und ab 500 Gramm soll man dann ein Terrarium oder ein Reckterrarium verwenden. Also das ist schon ein völliger Widerspruch in sich drin, wenn ich sage, ich halte ein Tier bis 500 Gramm richtig gut, weil da frisst es dann gut, da wächst gut, da gedeiht es gut. Und wenn es dann die 500 Gramm erreicht hat, dann ist er wahrscheinlich so stark und kräftig, dann ist es egal, wenn ich den Weg falsch halte. Also das ist meiner Meinung nach ein völliger Widerspruch in sich zu sagen, bis zu dem Gewicht ist gut und dann kann ich es anders oder falsch oder wie immer machen. Also von dem her, meiner Meinung nach, unbedingt Nachholbedarf, was so ein Gutachten betrifft, damit man für die Reckhaltung eine einheitliche, gute Regelung findet. Im Moment als die beste Lösung oder als die Kompromisslösung wird so ein Reckrarium oder Reckterrarium gehandelt. Das heißt, ich habe einfach zwei Ebenen. Ich habe unten diese sozusagen das Unterirdische in der Natur mit Versteckhöhle, mit das kann ich auch ein bisschen mehr einrichten, wie gesagt, dass das Tier sich da unten ganz geschützt fühlt, sich stark verstecken kann. Und dann habe ich die zweite Ebene, sei es jetzt ein Glasterrarium oder wie in unserem Fall, dass man einfach hingeht und eine zweite Etage vom Reck nimmt. Als offenes Terrarium, ja, das soll halt so diese Lebensweise in der Natur nachahmen, ne? Unten das Versteck in dem Termitenbau, oben kann das Tier raus und hat die freie Fläche sozusagen, wo es vielleicht auf Beute lauert oder auch mal Wasser trinken geht oder so, ja. Ich nehme einfach mal hier den Deckel weg zur Veranschaulichung oder auch von der, also hier ist ein Loch, ein Durchgang, wo das Tier von einer Ebene in die nächste kriechen kann, also vom freien Terrarium in dieses Höhlenterrarium kriechen kann. Hier, was hier runtergefallen ist, so ein wenig angedeutet, man kann den oberen Teil beleuchten mit einer Lampe. Das ist so eine kleine T5-Lampe, die kann ich hier seitlich noch anbringen. Dann ist der obere Teil auch beleuchtet und so kann sich das Tier aussuchen. Gehe ich unten in ihr Höhlenversteck rein oder bleibe ich oben in dem
in dem offenen Teil sozusagen. Also das als Kompromiss für den Veterinär oder für die Zweifler an dieser Reckhaltung. Ne? Und trotzdem habe ich weiterhin meinen Reck, habe hier einfach einen Durchgang, also in den zwischenbodischen Durchgang gemacht. Und hier in dem oberen Teil ist auch ein Loch reingemacht. Und hier dieser Aufsatz einfach, damit Streu nicht reinfällt, beziehungsweise dass er nicht zu scharfkantig ist. Wie gesagt, das sehe ich als perfekte Lösung an für denjenigen, der mit der Reckhaltung selber nicht einverstanden ist. Wir hatten euch ja im Vorfeld über Facebook dazu aufgerufen, zu sagen, was ihr gern sehen wollt betreffs Rex, was euch interessiert. Ich hoffe, wir haben eure Erwartungen erfüllt, haben alles gezeigt, haben alles angesprochen. Nach dieser Folge kennt ihr jetzt meine Meinung dazu. Ihr wisst, wie ich es mache. Bin mal gespannt auf euer Feedback, das wir noch weiterhin bekommen. Dann noch ganz, ganz am Schluss ein Ding in eigener Sache. Wir haben ja hier in Villingen-Schwenningen unseren schönen M&S-Reptilienladen. Wir haben einen schönen Katalog, wir haben einen schönen Online-Shop. Wenn ihr uns helfen, unterstützen wollt, dürft ihr auch gern die Dinge bei uns bestellen, die ihr braucht, oder eure Produkte bei uns bestellen. Das soll jetzt nicht der totale Werbeaufruf sein, aber wir leben auch davon. Und vor allem ein ganz wichtiger Punkt ist, ich habe jeden Tag 30, 40, 50 E-Mails zu beantworten, wo die Leute mir Fragen stellen, wie mache ich das richtig, wie ist das Produkt, kann ich die Lampe nehmen, welches Rack ist das Beste und so weiter. Natürlich kann ich am besten beraten über Produkte, die von uns sind. Alles, was wir haben, halte ich letztendlich auch für die besten Dinge. Deswegen haben wir sie ja. Also es hilft mir natürlich weiter, wenn ihr mir Fragen stellt zu Dingen, die von uns sind, dann kann ich euch natürlich auch die beste Antwort geben. Und ihr könnt auch sicher sein, dass es die nächsten 10 Jahre noch ReptilTV gibt. Also dann bleibt uns treu und checkt my balls und checkt meine Rex. Ja, er ist gerade noch in der Maske sozusagen. Wir haben jetzt sogar einen Praktikant bei ReptilTV. Hier Eugen. unser neuer ReptilTV-Praktikant. Das wird mal eine große Karriere, wie beim Elton und beim Stefan Raab. So wird der Eugen hier eine große Karriere machen. Viel Rauch um nix. Weil auch das hat man die letzten Jahre gemerkt, dass eine Schlange einfach am allerliebsten daheim ist. Daheim ist. Terrarium mit tollen, echten Sachen. Pflanze habe ich vergessen, ich komme wieder. Relativ kühl finde, so ein Einstreu gibt doch eine gewisse Wärme ab. Das ist gut. Hat. Ich hoffe, wir konnten es einigermaßen gut rüberbringen. Ich hoffe, was hoffe ich denn? Ja. Ah, das war auch super, oder? Ja? Direkt dazu. Direkt zum Reck.